Ja, also hallo erstmal und das ist mein Talk. Commit-Makramee ist was, was ein Bekannter von mir immer sagt, wenn er auf Arbeit in die schlimmsten Probleme mit Git reinläuft oder mit seinen Kollegen, je nachdem. Nur, dass ich es nochmal sage, ich setze so ein bisschen voraus, dass jeder von euch schon mal mit Git gearbeitet hat oder so. Sonst ist es vielleicht auch witzig, aber nur, weil alle anderen lachen. Ja, also meine Idee ist im Prinzip, Git ist gar nicht so schwer zu halten, ja, wenn man sich an eine Handvoll Dinge hält. Ich habe die jetzt mal irgendwie in drei Sachen zusammengefasst, die man machen könnte oder machen sollte, meiner Meinung nach. Und ich gehe die mal ab und was passiert, wenn man, was alles passieren kann, wenn man sich nicht dran hält. Ja. Zum einen hat Git halt einen bestimmten Scope, ja, wurde quasi dafür gemacht, dass Quelltext gemanagt wird. Und wenn man außerhalb dieses Scopes Dinge tut, sollte man sich vielleicht immer mal überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ja, also wenn ihr eure Fotosammlung in Git einspeist, dann ja. Das andere, der zweite Punkt ist ein bisschen kontrovers, aber Git befördert quasi, dass man am Ende eine lesbare und logisch aufeinanderfolgende History mit logischen Commits hat. Ja. Komme ich nachher noch zu, gibt Leute, die finden das nicht so gut, gibt Leute, die finden das gut, aber ich stelle mich mal mehr auf die Seite der Leute, die Git so benutzen wollen, dass diese Features eingesetzt werden. Und das Letzte ist halt, wer History anfasst, die andere schon gesehen haben, und zwar nicht auf dem eigenen Bildschirm, sondern auf der eigenen Maschine, der hat halt echt ein Problem, und zwar mehr mit seinen Kollegen. Ja? Weil, also wer so ein Push-F aufs Repo tut, das ist in den seltensten Fällen eine gute Idee. Das sind so die drei Dinger, die ich abgrasen will und dann so ein bisschen erzähle. Das sind größtenteils Sachen, die mir passiert sind beim Arbeiten im Studium drumherum und Sachen, die Freunden, Bekannten passiert sind und ein paar öffentlich gewordene Fälle. Ja, genau. Der Scope von Git, wie gesagt, kommt eigentlich aus dem Kernel-Umfeld, um Quelltext zu verwalten. Gibt ein paar Sachen, die dabei nicht so bedacht wurden und nicht zentral für Git sind. Und das erste ist riesige Dateien. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, so eine 2-Gigabyte-Datei ins Git reinzufüttern. Es ist halt keine gute Idee, ja? Git nimmt sich dessen an und versucht es auch ganz gut und das macht zwischen den verschiedenen Commits dann Delta Compression, was mittelgut funktioniert, vor allem wenn sich die Datei gelegentlich ändert. Es geht da ein bisschen überfordert. Es macht, dass euer Repo super lahm ist, ja, wenn so ein Checkout plötzlich 4 Minuten dauert. Und das ist bei uns passiert, ja. Wir sind von irgendwie 20 Sekunden in einem schon mittelgroßen Repo auf 4 Minuten gegangen, weil Leute halt eine Riesendatei reingetan haben. Das sorgt auch nur für Unzufriedenheit. Und auf dieses Problem sind auch schon gefühlte 50.000 Leute gestoßen und deshalb gibt es gefühlte 70.000 Lösungen für das Problem, ja. Und man kann die einfach benutzen. Viele davon basieren auch auf Git, also Git Annex, Git Bub, Git LFS, das ist relativ neu, Git Fat, also die gehen alle unterschiedlich ran, aber es gibt sie und man kann sie einfach nehmen, ja. Oder tut die Riesendateien woanders hin, auf euren privaten FTP-Server, das ist völlig egal, aber ins Git-Repo vielleicht nicht. Im richtig schlimmen Fall, wenn ihr super der Git-Nerd seid, ja, und nicht ohne Git auskommt, nehmt euch ein Submodule dafür, ja? Macht ein eigenes Repo für Riesendateien, das super langsam ist und dann benutzt es halt niemand von euren Kollegen, aber besser als nichts, wa? Ja, genau. Und die riesigen Dateien kommen oft als Binaries daher, ja? Binaries im Git sind auch so eine Sache. Gibt natürlich immer Randfälle, bevor ihr mir hier hinterher ankommt. Aber wir hatten diesen einen wichtigen Fall. Ja, es gibt Randfälle, da kann man das machen. Ja, also diese eine Binary, an die ihr nie wieder rankommt oder die ihr jedes Mal cross-compilen müsstet, ja, auf irgendwie dem Rechner, der im Keller steht, hinter 3 Mauern. Ja, meinetwegen, ja. Aber ansonsten, man kann ja Diffs über Binaries machen. Das ging eine Weile. Inzwischen sagt Git ja von alleine bei Git Diff, ja, nee, und übrigens, da hat sich noch eine Binary verändert. Aber eine Weile lang sah es so aus. Verändert ihr ein Bild, kriegt ihr ein Diff von Git. Ist halt keine mitgeholfen, ja. Also echt mal überlegen, wie man es macht. Bildsysteme sind auch nicht so teuer. Und mit nicht so teuer meine ich meistens kostenlos. Man kann echt gucken, dass die Binaries irgendwo anders herkommen oder irgendwo anders hinkommen. Und im schlimmsten Fall, ja, einfach ein Git-Ignore. Das bringt uns zum nächsten Teil.
wenn man halt kein ordentliches Git-Ignore hat, dann habt ihr alles in eurem Repo, ja? Oder ihr nicht, weil ihr macht ja alles richtig, ja? Aber eure Kollegen, ja? Euer dummer Kollege. Ihr kennt den, ja? Der ist ein bisschen doof und wahrscheinlich will er am liebsten SVN benutzen und erzählt euch zweimal die Woche, dass in SVN wäre das alles kein Problem, ja? Und dieser Kollege hat kein Git-Ignore oder es interessiert ihn einfach nicht und der committet gefühlt seine halbe PyCharm-Umgebung, ja? Der committet alle seine Swap- und Temp-Files und ja, alles, was er zum Kompilieren braucht, ja, wenn ihr mal mit Leuten an Papers zusammenarbeitet, dann kommt da alle Dinge, die LaTeX so zwischendurch ausspuckt, mit rein. Ganz viel Spaß, kann ich echt versichern, ja, wenn ihr dann Merge-Konflikte in so einer AUX-Datei habt. Oder ihr benutzt ein Git-Ignore. Ergänzend zum Git-Ignore wollte ich noch sagen, man kann natürlich auch Release-Branches nehmen, ja, also man kann ja mal sowas in einen Release-Branch stecken, falls man wirklich nur über Git deployt, ja, dann hat man halt dafür einen Branch oder einen Commit, wo halt irgendwie die Sachen drin stehen, die der Kunde unbedingt haben will. Wie gesagt, wenn man sich irgendwie kein kostenloses Build-System leisten kann oder so. Ich weiß nicht. Aber was ich noch sagen wollte und was viele nicht machen, obwohl sie es machen könnten, also gerade so Leute, die immer denselben Editor verwenden, der immer dieselbe Art von Swap- oder Temp-Files baut. Vim-User zum Beispiel. Es gibt das Feature des Excludes. Ja? Man kann für sich auf seinem Rechner ein systemweites Git-Exclude bauen und sagen, ich werde nie in meinem Leben diese Vim-Swap-Files committen wollen. Und wenn doch, dann sage ich es dem Git halt wirklich, wirklich deutlich, ja. Kannst du ja immer noch. Aber so ein Exclude macht halt echt alles besser, weil man sich nicht immer am Anfang des Projekts überlegen muss, oh, richtig, jetzt habe ich eine Datei angefasst, ja, ungünstig. Ich wollte eigentlich davor noch ein Git-Ignore bauen. Ja. Ist empfehlenswert. Eine letzte Sache, die nur grob in den Scope gehört, weil Git kann eigentlich echt gut mit vielen Dateien, ja, das muss man mal sagen. Git ist nicht schlecht mit vielen Dateien und auch nicht mit vielen Dateien, die sich häufig ändern. Aber es ist was einem Bekannten von mir passiert ist, die haben Git benutzt, um ihre Switch-Configs alle 5 Minuten von ihren Maschinen zu holen und einen automatischen Commit hinterher zu schieben, wenn sich was geändert hat. Ja, jetzt haben die Switches sich ja auch nicht ständig geändert, aber irgendwann ging's nicht mehr. Und sie haben nachgeguckt und es hat gesagt, File-System ist voll. Dann haben sie mal geguckt, nee, Git ist ja nicht so groß, ja, also es war voll viel Platz, aber waren halt die Inodes alle, ne? Weil, ist halt ungünstig. Und auf so einem Client läuft ja der Garbage Collector auch nicht ständig. Haben sie ihn also angestoßen und der ist 5 Stunden gelaufen. Also, vielleicht, wenn man weiß, dass man mit vielen Dateien arbeitet, lohnt es sich auch mal, so einen Garbage Collector von Hand anzustoßen, regelmäßig anzustoßen. Nur so, bevor ganz viele andere reinstolpern. Ja. Frage, wie viele Dateien reden wir jetzt? Millionen? Oder 1000? Es waren 400 Switches und halt alle 5 Minuten abgerufen, wenn sich halt mal was geändert hat. Aber das Ding ist ja, sind nicht diese Dateien, nicht diese 400 Dateien, ne? Es ist der Git Object Store. Der heißt zwar Object Store, aber es ist natürlich am Ende sind es trotzdem nur Dateien auf eurem Dateisystem. Ich war tatsächlich auf dieser Maschine nicht drauf. Ich habe nur die Logs hinterher gesehen, wie das wirklich 5 Stunden gelaufen ist und hinterher wieder eine uns da waren. Gott sei Dank, weil sonst wäre echt doof gewesen. Ja, aber das ist quasi, wenn man den Scope von Git überschreitet, dann wird's all überlegt euch. Wie gesagt, es gibt ja auch die schönen Zusatztools, Git Annex, Git LFS ist gerade, glaube ich, von GitHub rausgekommen und so. Ja. Der zweite Teil ist logische Commits, logische History. Wie gesagt, da scheiden sich die Geister ja. Manche Leute sagen, das ist Schummelei und Lüge, wenn ihr hinterher eure History anpasst. Das ist ja nicht ehrlich, ja. Da könnte ja jeder herkommen und sagen, guck mal, das sind meine 2 tollen Commits, mit denen ich dieses Feature geschafft habe, ja, aus dem Handgelenk. Während in Wirklichkeit damals 12 waren. Andere Leute sagen, ja, aber es ist doch ganz nett, wenn man sich durch so ein Repo liest oder mal nachvollziehen will, was passiert ist. Wenn man irgendwie ein Gefühl dafür bekommen kann, was geschehen ist, ohne dass man jeden Irrweg jedes Entwicklers nachvollziehen muss, ja. Jetzt habe ich diese Bibliothek probiert. Ging nicht. Nächster Anlauf. Nee, ging auch nicht. Oh, jetzt ist mir aufgefallen, ich sollte hier vielleicht mein Passwort ändern. Jetzt geht's. Es ist sehr umständlich. Ich bin insgesamt mehr auf der Seite der Leute, die das vertreten. Das kann sich ja jeder auch selbst aussuchen. Ich stelle hier nur die Sachen vor, die dagegen verstoßen.
Macht, also, und natürlich, die History, die man ändert, ist immer die nur lokale, eigene. Dazu kommen wir ja noch, ja. Also, wenn ihr schon gepusht habt und dann sagt, ha, aber eigentlich sollten diese 12 Commits 2 Commits sein. Und ihr schiebt das hinterher, dann geben euch wahrscheinlich die Kollegen aufs Brot. Also, jedenfalls. Das erste, und ich sag kurz was dazu. Da oben, läuft What the Commit durch. Das ist eine Webseite und ein Git-Repo, wo Leute committen können, was sie... Richtig. Es ist fein, kann ich jedem empfehlen. Tut euren Scheiß dazu. Das Ding ist, solche Commit-Messages hat jeder von euch schon gesehen. Und wahrscheinlich jeder auch mal geschrieben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Okay, vielleicht nicht so lyrisch. Aber ja, Mann. Also nachts um 12 so, das ist jetzt der Bugfix und ich gehe jetzt schlafen. Ja, scheiß drauf. Sollen halt die anderen klarkommen. Fu-Commits. Ihr macht euch halt keine Freunde damit. Ne? Ist klar. Es ist halt für euch jetzt witzig. Für euch super witzig. Aber es macht euch langfristig keine Freunde bei Kollegen und was. Okay, vielleicht auch noch. So. Macht euch keine Freunde, ja, bei eurem zukünftigen Ich nicht. Ja. Versprochen. Irgendwann beißt es euch in den Hintern, dann ist doof. Deshalb ordentliche Commit-Messages. Echt besser. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr lest XKCD, dann kennt ihr den vielleicht auch, weil je später es wird, desto sinnvoller die Commit-Messages. Im Allgemeinen, also bei euch bestimmt nicht. Ihr macht's ja richtig, ja, aber... Ja. Ja. Lass mich mal weitermachen, ja? Was? Ja, okay. Guckt, nee, also, was ich davor sagen wollte, riesige Commits sind doof, ja? Das ist quasi der erste Teil. Ich hab, jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, gearbeitet habe für lange Zeit, der kam tatsächlich von SVN und das war auch, glaube ich, der Grund für sein Verhalten. Der hatte seine Commit-Zeiten, ja? Der hat jeden Mittwoch und jeden Freitag um 14 Uhr seinen Commit gemacht. Nein, ungelogen, ja, sowas gibt es. Und dann war das halt immer so, Freitag 14 Uhr, grob, ja, so, wenn die Mittagspause durch war und dann war das halt so, ich habe Feature A, B und C fertig, ich habe den Bug 65 gefixt und so ein bisschen den Code-Style angepasst. Ja? Und dann war das erstmal, wow, du warst ja produktiv, ja, hast du schick gemacht, aber wenn der Commit mal irgendwie all war, dann konnten wir halt nicht hingehen und sagen, ja, wir reverten den, ja? Sondern stattdessen haben wir halt gesagt, tja, ich soll, ne? Also entweder wir klamüsern den jetzt auseinander oder wir fixen es magisch so. Es ist halt, man kann es nicht gut nachvollziehen und das ist ja eine der drei Sachen, für die Commits eigentlich gut sind, ne? Es ist, damit ihr noch nachvollziehen könnt, was ihr gemacht habt, in welchen Schritten, ja? Soll menschenlesbar sein, soll irgendwie für euch rückgängig machbar sein, ja? Für den üblichen menschlichen Fuck-up und es soll irgendwie für die Maschine sinnvoll sein, falls ihr mal tatsächlich einen Bug suchen müsst, nicht nur in so, keine Ahnung, ich habe hier 20 Commits und irgendwo habe ich was falsch gemacht, sondern mehr so, ich habe hier 400 Commits und was zum Fick geht vor sich. Und dann wollt ihr Git Bisect laufen lassen, ja? Und das sind quasi die drei Sachen, für die Commits wirklich, wirklich wichtig, also für die die Größe von so einem Commit wichtig ist. Und deshalb sind nämlich auch Winz-Commits scheiße, ja? Das ist der nächste Punkt. Winzige Commits, wenn ihr so sagt, oh, ja, ich hab's jetzt mal probiert. Nächster Commit. Ja, jetzt sollte es funktionieren. Nächster Commit, jetzt funktioniert's. Nächster Commit, jetzt funktioniert es wirklich. Ja? Und dann noch so ein Bugfix-Commit hinterher. Und das Ding ist, es passiert ja jedem Mal und es ist ja auch okay. Also ich
macht es ja auch bei mir lokal, ja, weil man will ja die verschiedenen Revisionen haben. Ja, man will ja erstmal, bevor das Feature funktioniert, vielleicht die verschiedenen Irrwege dann noch sehen, nachvollziehen, vielleicht auch zurückverfolgen. Aber wenn man sowas pusht und es dann in aller Mitarbeiter- und Öffentlichkeit-History rumliegt, ist es halt echt ätzend, ja, weil das Git Bisect hängt sich da gerne dran auf, ja, findet halt zum Beispiel den ersten Fehler und sagt dann, da ist der Fehler. Ist aber gar nicht, weil die Version vom Quelltext ist in Wirklichkeit nicht durchgekommen. Und jeder, der wissen will, was passiert ist und sich ins Repo einarbeitet, sieht halt wirklich eure 10, 12 mal probieren Commits, statt irgendwie 2, 3 schön zusammengefasste, die zusammen ein Feature bilden. Ja. Das ist, kann ich nicht so empfehlen. Das sind quasi die drei Sachen, ja. Gute Commit-Messages, keine unfassbar großen Mega-Commits und auch keine Teil-Commits für, es ist nicht mal das halbe Feature fertig. Also, wenn man es logisch einteilen kann, ja, aber wenn nicht, dann nicht. Und dann kommen wir zu den Branches, ja. Es gibt Leute, die entwickeln ohne Feature-Branch, ja, ohne irgendwelche Feature-Branches, ohne nicht mal sonst was, die entwickeln auf ihrem Master. Wenn sie richtig, richtig geil sind, entwickeln sie auf ihrem Development-Branch und pushen Sachen, die funktionieren, zum Master, ja. Das Problem ist, wenn man das alleine macht, dann geht es gerade noch so an. Aber wenn man, also selbst wenn man alleine ist, ist es eigentlich ja mit Feature-Branches besser. Geht mir so, wenn man es mal probiert hat. Aber wenn man das mit anderen zusammen macht, dann sind es halt meinetwegen 5 Leute, 10 Leute, 20 Leute, wie viele Entwickler habt ihr in einem Team? Und die branchen dann nicht wirklich raus, ja, die haben nur ihren halt lokalen Development-Branch zum Remote. Und immer wenn sie pushen wollen, ist da ein magischer Merge-Konflikt. Und dann pullen sie erstmal. Und weil es ja nicht ihr seid, sondern eure doofen Kollegen, kennen die vielleicht nicht mal, dass man Pull minus minus Rebase machen kann, was ihr bitte macht, sonst ansonsten immer. Und dann haben sie wirklich immer, egal ob sie es brauchen oder nicht, einen Merge. Immer. Für immer, wenn sie irgendwie auf den Master oder auf den Development Branch gucken. Es ist unübersichtlich, es ist super ätzend, ja. Also ich meine, wer sein, was immer eure GUI der Wahl ist, ja, ob ihr jetzt tatsächlich Git Log benutzt oder Git G oder Git KS. Aber wenn ihr sowas seht, ja, da ist doch schon, also, wer, daher, beides, ja. Auch hier, ja. Man hat halt, hier sieht's ein bisschen übersichtlicher aus, vielleicht auch nur, weil die Linien durchgezogen sind, weiß ich, ja. Aber es ist halt wirklich, wir branchen hier weg. Oh, und jetzt mergen wir hier und wir mergen nochmal. Und wir haben hier, glaube ich, mal den Unterschied. Allein nur, wenn man Pull minus minus Rebase macht, hier sieht's nach keinem großen Unterschied aus, ne? Aber stellt euch vor, es machen jetzt 10 Leute. Entweder das obere oder das untere. Es macht halt echt einen Unterschied. Und Pull minus minus Rebase nimmt euch halt alle Merge-Konflikte ab, die es kann. Ja? Wenn es es nicht kann, ja, wenn ihr tatsächlich dieselben Ecken der Datei angefasst habt, Pech. Aber meistens hilft es und bitte, bitte, tut allen den Gefallen. Das andere ist langlebige Feature-Branches. Also, Feature-Branches sind ja eigentlich ganz nett, aber wenn euer Feature-Branch dann irgendwie schon 12 Monate existiert, ja, und jeden Monat irgendwie so ein Merge aus dem Master oder aus dem Development-Branch bekommt, um irgendwie noch was mit eurer Codebasis zu tun zu haben, dann ist das echt, echt ungünstig. Ich glaube, wir haben hierzu auch ein, ja, wir haben hierzu auch ein Bild. Das Ding ist, Git hat sogar ein Feature dafür, ja, das ist defaultmäßig ausgeschaltet, das heißt Git re, weil naming things, ja. Aber das ist dafür da, sich einmal zu merken, wie ihr eure dummen Merge-Konflikte behoben habt und es immer wieder zu machen. Bei jedem neuen Merge, der so läuft und bei jedem Rebase, der wieder so läuft. Das ist natürlich schick, dass Leute so ein Feature gebaut haben, aber ich denke, wir wollen das alle lieber nicht benutzen, so insgesamt. Also nicht, dass wir gezwungen sein, das zu benutzen. Langlebige Feature-Branches. Die Scrum-Entwickler machen das ja sogar gerne so, dass ihr Feature-Branches nur für die Dauer eines Scrum-Zyklus existieren, ja. Dann werden sie zusammen zurückgemerged, so gut es halt geht. Soweit halt man fertig geworden ist. Und dann guckt man weiter. Das hat den Vorteil, dass es da relativ saubere Abschlüsse gibt und man halt nicht mit unendlich Merges arbeitet. Solchen nämlich. Genau, dann auch was, auf das ich heute noch gestoßen bin, als ich irgendwie Leuten so das Git-Light der Welt erzählt habe, ist, es gibt anscheinend Leute, die machen tatsächlich, jeder Dev hat seinen eigenen Branch.
Ja, keine Feature-Branches, sondern du arbeitest an deinem Branch, du arbeitest an deinem Branch, wenn ihr überschneidende Sachen macht oder zusammen, das, da guckt ihr halt, ja. Das kommt wieder auf dieses lesbare History zurück, nicht? Also, wenn die Commits in einem logischen Zusammenhang stehen, hat das schon einen Vorteil, ja. Wenn ihr gleichzeitig an drei Features entwickelt und das auf eurem eigenen privaten Schnuckel-Branch macht, mäßig übersichtlich, ja. Vor allem, wenn ihr dann noch schnell einen Bugfix baut, der gerade ganz dringend ist, ja, es macht unser Bild kaputt, mach mal schnell. Um logisch zu bleiben, sind Feature-Branches gut. Okay, wir können es noch mal witziger machen. Octomerges. Wer von euch hat schon mal irgendwie drei oder mehr Commits zusammen gemerged? Also nicht nur zwei. Hat Spaß gemacht? Also, typischerweise macht es nicht so viel Spaß. Git kann das aber, ja? Also, Git merged lässt nicht so viel, wie ihr wollt. Octomerges sind ja nur 8, ja. Ist ja nix. Das kann schon bei 8 Commits zusammen schiefgehen. Im Kernel, wir haben leider kein Bild davon gefunden, weil es irgendwie den Rahmen sprengt, aber man muss es sich so vorstellen, nur besser. Im Kernel wurde vor einer Weile ein Merge-Commit gepusht, der hatte 66 Eltern. Und unser aller Linus war so stolz darauf, dass sein liebes Tool Git das geschafft hat, dass er nur so ganz leicht, du, also, das sieht ja bei mir in der GUI jetzt nicht mehr so gut aus, beschränk dich vielleicht auf 15 oder 10 in Zukunft gesagt. Also, Cthulhu Merges, ja, das ist, vermeidet es, weil, ihr schießt euch damit in der Regel ins Knie, ja? Wenn ihr ganz genau wisst, was ihr tut, aber selbst da, im Zweifelsfall, macht die Merges nacheinander. Er tut nicht mehr weh. Und wenn man so eine Datei hat, in die 4 Branches reingegangen sind und die haben alle Konflikte in dieser Datei, ist das echt, echt, echt unübersichtlich, ja? Kann ich gar nicht empfehlen, ja? Wenn man diese Datei dann aufmacht, nee, das, unlustig, macht man nicht. Joa, an und für sich bin ich schon durch, weil der letzte Teil ist hoffentlich jedem klar und man muss nichts dazu sagen, nicht? Weil Push minus F, Force Push auf ein Repo, das einem nicht total gehört, weil man der König des Repos ist und, weiß nicht, alle Entwickler einem eh die Füße küssen, ja? Ist eine ganz, ganz schlechte Idee, weil ihr macht damit allen anderen das Leben schwer, ja? Die häufigen Fälle dafür sind so, der Commit war all, ja? Ich hatte einen Rechtschreibfehler, ich hatte einen Kommafehler in meiner Commit-Message, das geht so nicht, ja? Ich habe ihn aber schon gepusht, aber ich habe ja gelernt, ich kann einen Commit amenden. Dann mache ich das schnell und pushe den hinterher, ja? Es haben aber schon in der Zwischenzeit 3 Leute gepullt, weil euch ist das erst nach der Mittagspause aufgefallen oder so, ja? Und dann ist der Ärger groß. In dem Büro, in dem ich zuletzt gearbeitet hatte, hatten wir tatsächlich einen dieser schnuppligen USB-Raketenwerfer in der Mitte des Büros montiert. Und wenn jemand entweder den Bild gebrochen hat oder die Tests oder sowas gemacht hat, ja, Push minus F, dann hat sich der so gedreht. Hat gut funktioniert, ja, also plus die Leute wurden dann irgendwie immer den Rest des Tages gedisst, also der Peer Pressure kann auch zu guten Dingen verwendet werden in solchen Fällen, ja, sonst eher nicht. Das andere, oh, die History war hässlich, ja? Dasselbe, was wir vorhin hatten, als was Gutes, ja? Ihr nehmt eure eigenen Commits und schustert die so ein bisschen zusammen, dass sie hübscher sind. Ist hier so, boah, was ich da letzte Woche gebaut habe, war ja nicht so hübsch, ja. Also eigentlich hätte ich das eleganter machen sollen, ja? Wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich die Lösung gleich gesehen. Ich tue mal, als wäre ich clever, ja? Und dann macht ihr so einen hübschen Rebase, so einen Interactive Rebase auf der Geschichte, die schon irgendwie 5 Leute gepullt haben. Und dann pusht ihr den und dann, wenn die das nächste Mal pullen, dann, weiß nicht, kommen die zu euch ins Büro und fragen kräftig nach, was da eigentlich los ist. Auch nicht gut, aber es gibt natürlich da Ausnahmen, nicht? Klar, wenn euch das Repo gehört oder wenn ihr einen großen Filterbranch drauf machen müsst, weil doch irgendwas durchgerutscht ist, was nicht hätte durchrutschen sollen. Private Keys. Und ihr wisst, wer das schon gepullt hat, ja? Also, das ist eine andere Variante. Ihr wisst genau, dieses Repo ist nicht der Außenwelt zugänglich, das sind nur die 3 Hanseln, die hier eben mit mir im Büro rumgammeln, denen kann ich mal sagen, Leute, können wir da mal aufräumen und ihr klont das alles neu und dann ist alles gut. Aber wie gesagt, Ausnahmefälle im Allgemeinen, Push-F, keine gute Idee. Auch dazu eine schöne Geschichte. Es hatten, ich glaube, Jenkins-Entwickler vor ein paar Jahren mal geschafft, aus Versehen auf 150 GitHub-Repos einen Force-Push zu machen und den Master da umzusetzen.
Und das ist halt nicht so gut, nicht? Und er hat es quasi nur dem Umstand zu verdanken, dass der Kundensupport von GitHub so kompetent wie freundlich ist und ihm tatsächlich ganz schnell in allen diesen 150 Repos übers Reflog rausgesucht hat, wo der Master denn davor gewesen ist und ihm das geschickt hat mit einem, hier, ne, das sind die Hashes, jetzt mach mal. Auch da im Übrigen, ja, immer wenn ihr zu einem Repo pusht, ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen das alle und nur mir ist das noch nie aufgefallen oder so, aber es sagt euch sowohl den Hash von dem Commit, der quasi vorher der an der Branch-Spitze war, auf die ihr schreibt, und der es jetzt ist. Also ihr habt da zwei Hashes stehen in Kursform und das heißt für eine Weile, je nachdem wie lange eure Shell-History so ist, falls ihr Git über die Shell bedient, habt ihr das da stehen und könnt nochmal nachgucken, falls irgendwie Reflog nicht euer Ding ist oder euer Reflog zu unübersichtlich ist, weil ihr in den letzten 3 Stunden irgendwie in alle Branches des Repos geguckt habt oder so. Ja. Und das Letzte ist noch, tolles Git-Feature. Ihr könnt ja sehr gut spezifizieren, von welchem Branch auf welchen Branch ihr pushen wollt, wenn ihr das wollt und wenn ihr das könnt. Und wenn ihr das nicht könnt oder unaufmerksam seid oder zu viel Schunk getrunken habt und plötzlich steht da so ein Doppelpunkt an der falschen Stelle, dann ist der Remote-Branch halt weg. Ja, lässt sich alles fixen, aber auch das, vorsichtig sein, nicht empfehlenswert und am besten keine super cleveren Sachen probieren, ja. Bringt euch nicht um, wenn eure Branches so heißen, wie sie auf dem Remote heißen zum Beispiel, oder wenn ihr brav eure Tracking-Branches einrichtet und so. Ja. Jo. Deshalb, den Scope von Git beachten, vernünftige Commits machen, die vernünftig zusammengehören und nicht auf öffentliche Geschichte zugreifen, die alle schon kennen. Das war's. Jo, halbe Stunde, also quasi knackig. Wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt oder sagen wollt, dass das alles völlig falsch ist und ihr das in Wirklichkeit besser macht, dann macht zu. Haben wir irgendwie Mikros dafür oder? Dankeschön. Nope. Also ich höre dich. Ich kann das auch einfach nochmal sagen, was du gesagt hast. Nochmal einteilen. Du musst da einschalten. Du kannst es auch so sagen und ich sage es hier vorne nochmal laut. Hallo? Nope. Also ich sage es laut. Gibt es überhaupt einen Grund, einen Dev-Branch anzulegen? Wenn man einen Clone hat, hat man ja quasi schon einen Branch. Was ist die Begründung für so Leute, die das machen? Für die Entwickler, die für jeden Entwickler einen Branch haben. Ja. Was der Grund dafür ist? Nee, Wesicke. Ja. Also, da dachte wohl mal jemand, wir kommen uns weniger in die Quere. Vielleicht hat jemand mal geärgert, dass immer, wenn er pushen wollte, er erst mal pullen musste oder so. Dann hat er sich gedacht, wäre die Welt nicht schön, wenn ich das Repo für mich alleine hätte. Und dann hat er sich ein Death-Branch, ich weiß es wirklich nicht. Also, es ist mir untergekommen. Ich weiß, dass es in Wirklichkeit passiert ist, ob die Leute dabei gedacht haben. Schwierig. Ja. Noch wer? Ach komm, das ist Git. Ihr habt bestimmt, ich hätte auch einen Vortrag über Vim versus Emacs halten können und ihr hättet Meinung, ja? Bei Git ja wohl auch. Ja, Thomas? Ich habe kürzlich in dem Projekt ein Directory umbenannt. Und ich hatte auf dem alten Projekt schon so einen Haufen Commits noch, die ich noch nachteilig mergen wollte. Dann habe ich gemerkt, Git ist da relativ schlau. Es hat also die meisten Dateien dann richtig zugeordnet, obwohl sich der Pfad geändert hatte. Aber manchmal kriegt es nicht hin. Gibt es da irgendeinen Trick? Haben es alle gehört, Neva? Also die Frage war, jemand hat Dateien verschoben, ja, einen Ordner umbenannt letztlich. Und hat es dann mit einem anderen Branch gemerged, wo schon einiges passiert war in der Zwischenzeit und die meisten Files hat Git richtig zugeordnet, trotz unterschiedlichem Pfad, aber manche nicht. Warum das so ist. An und für sich ist ja Git ganz gut damit, ja, es gibt ja auch Git Move, um Dateien zu verschieben, ich weiß nicht, ob du das benutzt hast, ja. Aber was dahinter letztlich passiert ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass Git quasi guckt, wie ähnlich Dateien sind.
Ja, man kann das anscheinend mit Git Move ein bisschen besser machen, ja, dass Git ein bisschen mehr Hintergrundwissen darüber hat. Aber an und für sich guckt Git ja für sowas an, sind sich die Dateien ähnlich genug? Oder waren sie es mal? Ja, aber wenn Git quasi nicht genug Ähnlichkeit sieht, um zu sehen, dass das ist dieselbe Datei, nicht? Doch, da gibt es aber so einen Kommandozeilenparameter, mit dem man das einstellen kann, wie der Threshold ist. Ja. Also, nochmal for the record, anscheinend gibt es einen Kommandozeilenparameter, mit dem man regeln kann, wie gut Git das erkennt. Ja, Git ist ja bekannt für die benutzerfreundliche und einfache UI, auch in der Konsole. Ja. Was auch sein kann, ist, weil Git ja an sich keinen Ordner kennt, hast du da neue Dateien eingefügt in den Ordner, die du drin benannt hast? Weil dann hat er vielleicht nicht gemerkt, wo der hat den neuen Pfad nicht gesehen, als zu verschieben. Weil er kennt ja keinen Ordner, sondern er kennt nur Pfade und hat die vorhandenen dann verschoben, also die neuen nicht. Dann könnte das vielleicht der Unbedingung sein. Das, wenn, ob die Dateien, die Git nicht erkannt hat, neue Dateien waren, die in dem Branch. Okay. Dann nicht. Ja. Also tendenziell Git-Magie. Achso, ja, der Fall war, er hat dann gesagt, dass wir die lokal removed hätten. Und deshalb hat er den alten Ordner wieder angelegt und die Datei da einfach reingeschmissen. Und ich glaube, das Removen kam daher, weil ich es halt umbenannt habe. Ja. Vermutlich mal. Basic. Aber anscheinend gibt es da Parameter für, die machen, dass Git das viel besser kann. Sonst noch wer? Ich sehe auch nicht wirklich was. Yo? Also das ist jetzt keine Frage, das ist das, was ich neulich mal hatte. Diskussion, yay. Das ist vielleicht vielen ja auch bekannt. Die Standardeinstellung bei Git ist irgendwie, dass vom Betriebssystem erkannt wird, ob sich der Dateiname geändert hat oder nicht. Und wenn man es irgendwie nur kleinen Buchstaben, Großbuchstaben ändert der Dateinamen, dann kann das möglicherweise nicht als Unterschied erkannt werden. Stimmt, es gibt irgendwie Betriebssysteme oder. Hm? Ja? Also auf jeden Fall ist das lustig, wenn man das bei Java-Klassen zum Beispiel macht, wenn es Dateinamen ist. Und dann anschließend jemand das ausstellt und einfach der unbedingt mit der Dateinamen nicht dabei ist. Das ist gut zu wissen. Also. Wer mehr Camel Case unter Windows einfügt, der hat da eventuell Probleme mit. Ist das ja, okay. Heftig. Ich finde den zweiten Punkt gut mit so einer logischen Geschichte und das, was man an Mist drin hat, so bei Commit, dass man das immer wegschmeißt, wenn man diese Methoden vergessen hat und ähnliches. Ja. Der ganze Vortrag ist aber, habe ich das Gefühl, sehr softwarezentral, Softwareentwicklungszentral im Sinne von, ich habe eine Workstation, auf der entwickle ich meine Software. Und wenn die dann geht, dann committe ich meine Changes und ähnliches. Es gibt inzwischen so einen Trend zu, das nennt sich, glaube ich, Software-Defined Infrastructure, so ein Codewort Puppet, Chef und ähnliches. Ja. Wo dann so ein zentraler Master und ähnliches, das, was im Repository ist, auscheckt und dann ich erst sehe, was ich gerade committed habe. Sprich, mein... Das klingt nach einer schrägen Art, Pappe zu halten, aber okay, erzähl. Mein Arbeitszyklus ist halt nicht, ich kann es testen, nicht unbedingt. Ich habe nicht unbedingt eine Testumgebung, um das, was ich gerade verändere im Code, zu testen, sondern ich muss es erst committen, damit dann ein Master irgendwie guckt, ob es irgendwo läuft. Sprich, das beißt sich ein wenig dann. Das ist richtig und das sind natürlich Sachen, die man sich überlegen sollte, wenn man so ein Setup nimmt, nicht? Ich wollte bloß einfach anmerken, dass das halt wirklich im Scope. Ja, das ist nicht im Scope von Git, das so reinzuwenden. Doch schon, klar ist das im Scope von Git, aber dann hat man halt einen Haufen, nee, doch nicht, da hat ein Komma gefehlt. Oder man nochmal wirklich eine QA daneben, in der man dann seine Papier. Ja gut, aber dann unterläufst du ja das, was sich mal Leute für einen Workflow gedacht haben. Das ist ja immer nicht so die geilste Lösung. Ja. Ja. Also ja, ist nicht universell gültig. Klar. Menschen, Leute, Wortmeldung. Ja, nur aus der Praxis an. Es gibt auch Kollegen, besonders externe, die mit Wörschnupflicken ganz einfach umgehen. Auschecken den aktuellen Stand, eigene Dateien drüber kopieren, einschalten. Das, ja, ich habe auch mit solchen Menschen zusammengearbeitet. Das Einzige, was ich sagen kann, dann liegt erstmal das. Und wenn ihr damit fertig seid, dann liegt der Merch halt an euch. Ja.
dann müsst ihr halt seinen Commit und euren letzten vernünftigen Commit. Er hat euch halt erfolgreich dann die Arbeit übergeholfen. Alternativ auch Git Revert als. Da muss man dann halt gucken, wie gerade der Zusammenspiel von diesem Externen und eurer Firma und eurem Chef ist. Ja, aber man kommt da raus. Dafür ist Git immerhin gerade noch mächtig genug. Erzähl. Ja, also überhaupt ist erstmal gucken, was Git tut. Also auch in, falls ihr irgendwie Leuten Git beibringt, ja, prügelt ihnen ein, Git-Status zu benutzen. Ja, einfach immer, weil sonst kommen sie zu euch und sagen, es tut nicht. Ja. Vielleicht lesen sie gerade noch so weit, dass Git da schreibt, ja, tut nicht, benutzt Push-F, weil Git ja hilfreich ist. Nein, ganz, ganz ehrlich, Leuten Git beizubringen, dann sagt ihr ihnen im Prinzip, ja, was Git sagt, ist eigentlich hilfreich, außer es sagt Push-F dann. Aber ich habe die Fehler bei Google reingeworfen. Bei Google war die Antwort. Dann muss es richtig sein. Dann kann man nichts machen. Noch? Push-N, gibt es das auch mit Pull irgendwie, das Musik vorher auch so macht? Nee, du kannst Fetch machen, nicht? Du kannst erst fetchen und dann diffen und gucken, was... Auch einfach ohne was zu transferieren geht nicht. Nee, du musst ja irgendwie sehen, was da ist. Irgendwie müssen die Sachen schon transferiert werden. Das ist schön, ich habe auch nichts gegen Mercurial. Ja, aber Fetch macht ja nichts, das lädt einfach ein paar Objects runter. Richtig. Ja, nur den. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, ja. Kommt, ich lasse mir gerne auch noch mehr erzählen. Geht alles in den nächsten Workshop. Also? Noch so eine Kriegsgeschichte. Ja, Kriegsgeschichten, dafür sind wir hier. Unsere Grundbasis ist von 1998. Wer weiß noch, was ein Ctrl-L ist? Das ist ein Page-Feed. Also wir haben Page-Feeds im Source-Code gehabt. Und, also Git selber kommt damit nicht ohne Probleme klar, aber die Tools rundherum sind sehr stark. Also einige zeigen es einfach nicht an. Also wir haben dann so... Irgendwann haben wir das alles rausgeschmissen und das Diff sah dann so quasi leer aus. Also quasi die GUIs drumherum meinst du, ja, oder? Ja. Einige werfen XML-Errors, das Skizzeug per XML hin und her schicken wollen und Ctrl-L kein valides XML-Zeichen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, oder? Also, das ist schon schick. Das muss man auch. Das ist klingt witzig, ja. Also auch überhaupt sind Git-GUIs, es gibt einige echt gute und es gibt einige nicht mal so gute und sie haben alle ihre Stärken und Schwächen, nicht? Also zum Beispiel die Freunde bei GNOME haben ja Git-G neulich vor einem Jahr oder so neu geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber als es mal rauskam, habe ich mal ein bisschen getestet und ich habe es im Linux-Repo ausgeführt und dann hat es halt allen meinen RAM gefressen und ist gestorben. Weil es halt ein großes Repo, ja, kannst du nichts machen, aber man kann es ja vielleicht trotzdem anzeigen. Also, nicht? Ja, da, also gute Git-GUIs finden es immer. Ja. Happy Somite hat auch sehr lustig, wenn man nach neu in eine Firma kommt und auch ein Repo entwickelt und es plötzlich noch ein anderes Repo gibt, das Querabhängigkeiten hat. Und dann die Leute kommen, ja, das funktioniert jetzt aber nicht, weil ich in dem Branch bin, in dem Repo, in dem anderen Repo auf dem Branch bin. Submodules? Was? Git Submodules, wo du ein Repo in das andere einbettest und sagst, welche Versionen zusammengehören. Ich weiß, hat seine Probleme. Ja, Git Submodules sind relativ umständlich, aber das willst du dir, glaube ich, in dem Fall mal angucken, ja. Ich habe erstmal so versucht, die beiden möglichst zu separieren und Abhängigkeiten aufzulösen. Ja, die sind ja, also es sind immer noch zwei einzelne Repos, nur das eine weiß, ich brauche diese Version vom anderen. Oder diesen Branch vom anderen. Ja, oder so. Mehr Abhängigkeiten auflösen ist auch schick. Nicht empfehlenswert. Aber man muss auch sagen, Git ist halt nicht dafür da, um von Kommunikation miteinander zu befreien, sondern es ist halt nee. Eine Hilfe und kein Ersatz. Ja, es kommt halt aus dem Kernelumfeld, ja. Du schickst ja auch immer noch deine Patches per Mail. Also du schickst doch bestimmt deine Patches noch per Mail. Nein, aber.
Nee, klar. Also du leider befreit uns Git nicht völlig von unseren Mitmenschen. Ja. Außer sie machen alles richtig, so wie ihr alles richtig macht. Dann ist es reibungslos. Stimmt. Menschen? Leute? Thomas? Sorry. Es gibt so Services wie Waffle, wo man dann irgendwie so seinen Projektfortschritt mit so Plättchen irgendwie visualisieren kann auf irgendeinem externen Webservice. Und das kann man also an GitHub ankoppeln und das will dann also Repo-Zugriff inklusive Write. Da habe ich immer so ein ganz schlechtes Gefühl in der Marktgegend. Tja, ich habe so ein Tool noch nicht benutzt. Der Schreibzugriff auf das Repo geben würde ich halt genau, wenn ich eine vernünftige Kopie vom Repo hätte oder wüsste, dass irgendwo ein Backup ist, das benutzbar ist, ja. Weil, KDE oder so neulich irgendwann mal bemerkt hat, Versionskontrolle ist kein Backup, ja. Dinge können immer noch degradieren und wenn das nicht rechtzeitig gemerkt wird, dann sind sie das halt überall. Backups separat. Das hat den fast das KDE-Repo oder so geschrottet. Es war bemerkenswert groß. So, du wolltest noch was, oder? Also ich habe meine Frage, den Developer-Branches an die sinnvollen Sinn. Also ich mache das manchmal, aber das ist nicht steinig. Idee. Aber so, wenn Leute Git lernen, ist es manchmal sinnvoll, wenn wir auf einen Endbranch haben, wenn wir dann die Feature-Branches gehen, dann kann man dann auch noch wechseln. Oder ich mache das ganz gerne. Wir haben GitLab und dann gibt es in Bachelorarbeiten auf Kanal ein eigenes Repo oder ähnliches. Und dann ist es so, dass ich dann auf dem Masterarbeit aufpasse. Und so ist es halt einfach, ich arbeite als Student in so einem Raum und mache dann was und dann kommt das zwischendurch und dann kann man halt in meinem Anschreiben mitten rüberkommen und dann mich dann fragen. Und das ist halt einfach ganz praktisch, dass man nicht das überlaufen muss. Na klar, also. Aber aufbauen muss man dann halt immer noch, wenn das dann immer in einzelnen Branches bleibt. Das ist doof. Aber das ist ja der Grund, warum es irgendwie, eigentlich wird schon ein eigenes Repo reicht, die lokal dagegen, das ist dann sein Branch. Aber so ist es halt, man kann ja von dem Kunden, man kann ja dem sein Repo als Remote annehmen und dann sieht lokal Kunden. Ja, prüfen, ob alles cool ist. Und dann, aber die Rechner separat sind und Firewalls da sind. Ja, also klar, um Leuten Git beizubringen, was man da alles für Hürden durchläuft, das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Also ich habe ja morgen den Git und GitHub Workshop vor mir, wo ich versuche, Leuten in 2 Stunden Git und GitHub so weit nahe zu bringen, dass sie anderen Leuten nicht zu sehr auf die Füße treten. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir dabei kommen. Aber es ist halt klar, also da zum Lernen kannst du Leuten einfach mal ihren Branch geben, weil da macht ihr nichts kaputt. Ja, klar. Es ging jetzt schon um Produktiveinsatz. So. Menschen, Leute, Dinge? Wortmeldungen? Jo, Entschuldigung. Zu den Feature-Branches. Erstens macht es Sinn, seine Feature-Branches sinnvoll zu benennen und nicht Patch 1, Patch 2, Patch 3. So wie das GitHub immer macht, wenn man automatisch auf der Webseite forkt. Ging davon aus, dass es quasi mit den Commit-Messages, aber ja, benennt eure Branches. Ja. Aber was ich sehr sinnvoll finde, wenn man die rebased, gibt es einen, Option für Git Merge, ich glaube -G oder so, die sagt, mach immer einen Merge-Commit. Und ja. Ich finde das sehr sinnvoll, man danach weiß, hier ist jetzt so ein bisschen History passiert und ich sehe ja nicht mehr, dass das ein eigener Branch war, aber dadurch, dass ich jetzt einen Merge-Commit erstelle, sehe ich jetzt, oh, hier ist sozusagen History zu Ende und hier ist, danach fängt was Neues an. Das gibt's in einigen Workflows. Also ich glaube auch Git Flow schreibt in Wirklichkeit vor, dass manche Merge-Commits immer, also nie fast-forward sind, immer einen extra Merge-Commit haben. Oder? Was? Ja, NoFF. Also ich sag ja, dass die nicht fast forward sind. Alle, die in den Development Branch gehen, glaube ich. Oder? Alle Merges von Feature Branches in Development Branches dürfen nicht fast forward sein, damit du genau das hast, ja? Einen klaren Development Branch mit Fortschritten. Ja. Also. Aber ja, es ist auf jeden Fall gut im Hinterkopf zu haben, dass man sich quasi in manchen Fällen aussuchen kann, ob man diesen Merge Commit will oder nicht. Ja. In anderen vielleicht auch nicht. Ja. Ja, wenn das jetzt nur ein Commit ist oder so, macht das eigentlich keinen Sinn. Ja. Klar. Sonst noch was? Noch mehr Geschichten? Noch haben wir Zeit. Nee? Okay, dann sind wir hier fertig. Danke, dass ihr hier wart.